schlimm. Ah. Das reicht wofür das auch aus? Ah, das gab noch mal ein heiliges Wasser. Jetzt sehe ich das auch. Ah, du bist hier. Okay. Okay, das sieht in Anführungszeichen relativ simpel hier aus. Erstmal noch hier oben. Also, welchen Grund hat er jetzt Konter machen dürfen? War das vorher einsehbar? Nur Skillpunkte, okay. Oder das werden wohl dann die FP sein, haben wir bei uns. Hier ist theoretisch erstmal Schluss. Mal mit der Pfeilchen. Oh. Hüpfer der Frosch. Oh ja, da ist wieder HP. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass der hier war. Na, Erde war gut gegen dich, ne? Wir müssen auf jeden Fall läutern hier. Das wäre auch okay. Dann machen wir jetzt den Ultra. Hast du einen Debuff? Ja, Giftschuss. Und dann können wir dich auch mal auswechseln hier. Genau, mit Gift und Dings. Da haben wir dann nochmal gut viel Schaden hier. Erd haben wir nicht, aber erstmal egal. Machen wir Wasserstoß. Kreuzhieb. Schon viel Schaden hier. Genau. Ist okay, wir hätten ihn, wenn er. Ja, jetzt hätte man heilen können, aber. So ist es halt jetzt. Also er war zumindest nicht ganz so hart wie dieses ganz große Vieh, auch wenn man mittlerweile natürlich noch ein bisschen ein paar Verbesserungen eingebaut hat.
Taktwerk. Wir können schon wieder das nächste. Bei Rüstungsbrecher, also wenn, dann ist es wahrscheinlich fast das Liebste, wenn man es dann gleich auf Level Max hier kriegt, ne? Erst machen wir mal kurz ab. Zwischen Safe hier. Schon so viele schöne Sachen hier. Wolle. Nun gut, nun gut. Okay, dann jetzt nochmal hier rüber auf die andere Seite. Ja. Das ist aber zu... Was bist du eigentlich? Tempel der Naturpflaume? Natur... Purpurflamme oder so? Okay, was auch immer. Naja, wer weiß. Vielleicht will der Mann aus Basil hier dann irgendeinen Gefallen von uns haben, bevor das ausstellt. Und dann müssen wir in den Tempel. Oder sowas. Na gut. Sieht aus, als wäre ein Altar für eine Vogelscheuche hier. Aber wer das gebaut hat. Und drüben ist ein Frosch auf der Insel. Haben wir ja irgendwo ins Wasser? Momentan erstmal nicht. Das wäre noch eine kleine Geschichte, die uns theoretisch gefallen würde. Okay, genau, hier waren wir mehr oder weniger schon. Ja, ich habe ja so ein bisschen philosophiert, aber vielleicht, wir waren jetzt auf dem Quadrant östlich von uns natürlich schon durchgelaufen, aber ob es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gab, ich glaube mal nicht unbedingt, aber in das Wasser zu kommen, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Die Villa hier oben gehört Becker. Er ist ein reicher Kerl aus Farnsport, der sein neues Zuhause besucht, um von Zeit zu Zeit dem Stadtleben zu entfliehen. Allerdings ist er ein arroganter Idiot. Niemand mag ihn. Okay. Ja. Basil ist ein Bauerndorf. Die Bewohner haben ihre Felder rund um Rolan angelegt. Ja. Na gut, wir haben alle so komische Vogelscheuchen hier. Moment, wo war jetzt hier diese... Hier. Genau, ne? Du hast hier nämlich noch ein bisschen ein paar andere Sachen auch. Also mindestens, dass wir von allen mal 5 haben oder so. Die jetzt hat man ja noch nicht zu essen, genau.
Glewe. Okay, das geht erstmal ohne Probleme hier. Langbogen auch. Ihr seid durch, ja, genau. Ja, dann bitte her damit. Die geht hier haut. Die gab es ja, denke ich mal, nicht. Sonst hätten wir die gesehen, dann wären wir ja bei 0 gewesen oder so. Ne? Ja. Na gut, aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schaden hier dazu bekommen. Ach ja, ich hab noch schon. Also gibt es auch was dafür, alle Tiere sozusagen im Spiel hier mal sich anzusehen. Silberner Brustpanzer, ey. Achso, du bist der Einzige, der sowas hat, ne? Okay, ja. Dann mal her damit. Ach Moment, kann man hier jetzt tatsächlich auch mal Waffen und sowas verkaufen? Also verkaufen konnten wir so vorher schon, aber. Okay, ja, gut, das zu wissen. Denn theoretisch könnten wir jetzt unsere alten Dinger hier wirklich dann mal weghauen, ne? Verständlich. Mal gut, solange die hier dran stehen, sage ich mal, lassen wir die wahrscheinlich mal noch da, ne? Aber hier wirklich. Ich meine, das ist jetzt halt schon plus 2 hier aufgewertet, aber ich meine, das Kope ist halt so viel stärker, ne? Und wenn es sein muss, kann man sich das ja einfach mal. Ach ne, gut, zumindest das Gladius kaufen. Wie hat das 17 und das hier hat ne, 13 plus 2, also ja. Ach so, das ist boah, der Rüstung. Wams. Wir haben erst einen davon, ne? Also, die ist auf jeden Fall mal besser. Wie das hier, ne? Du kannst auf jeden Fall so einen Wams hier nehmen. Ja,
Ja, ne, ich würde mal sagen, das passt schon bei euch beiden. Ich meine, kostet jetzt ein bisschen Geld, aber soll's noch nicht mehr. Haben umrang hier. Ja, auch eine Möglichkeit für dich. Du hast jetzt nicht so viele magische Geschichten bis jetzt, ne, oder irgendwie. Statt den Wams so ein Ding hier. Ja, gefällt mir, denke ich, sogar besser. Ankommen. Was 50 kostet, können wir auf jeden Fall mal verkaufen, ne? Bequemer Schal. Schweigenimmunität. Oh, Schweigen, also denke ich, dass er keinen nicht mehr zaubern kann, so sowas, ne? Oder? Gar keine Geschichten mehr einsetzen kannst. Steht jetzt nicht, denke ich, genau da. Also ich habe es jetzt auf die Schnelle übersehen. Nee. Da kann wie sein, dass man generell keine Talente ausführen kann. Ich gebe ihn jetzt einfach mal dir. Oh, was für eine bunt gemischte Truppe. Willkommen im Basil. Wie kann ich euch... da braten wir doch einer in Storch. Ist das der Vector? Der Schöpfer der legendären Geschichten der Welt? Solche hohe Töne, vielen Dank. Ich bin euer größter Fan. Ich habe alle eure Vorstellungen im Theater in Farnsport gesehen. Mein Lieblingsstück ist der Laufbursche. Bitte sagt mir, Sir Vector, ist es wahr, dass diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht? Erlaube mir, diese Frage unbeantwortet zu lassen. Dies ist für mich höchst kostbares Geheimnis. Ha, wenigstens habe ich es versucht. Also, was bringen einen Herrn wie euch in solch ein kleines Dorf wie Basil? Das sollte man vielleicht nicht mehr.
Eigentlich sind wir nur auf der Durchreise. Ach, so ein Pech. Die Grenze nach Kortara ist derzeit geschlossen. Ohne Sondergenehmigung kommt ihr nicht durch. Auch einige unserer Händler müssen im Dorf bleiben. Sie sind darüber nicht sehr erfreut. Wir haben gehört, dass uns ein Mann namens Becker helfen könnte. Becker? Woher kennst du diesen Namen? Wir haben herumgefragt, wie man eine Sondergenehmigung für die Einreise nach Kortara bekommt. Also, Becker besitzt die Villa im Norden des Dorfes. Er darf autorisierte Dokumente ausstellen. Na dann los. Warte nun, wie soll ich es formulieren? Ist das nicht seltsam? Ein Beamtengehalt fällt bestenfalls bescheiden aus. Und trotzdem lebt Becker in einer Villa. Kaum zu glauben, dass er sich das leisten kann. Verstehst du, was ich meine? Man kann glatt denken, er verdient woanders zusätzliches Kleingeld. Wahrscheinlich vom Verkauf von Pässen, ohne nachzufragen. Und genau deshalb sind wir auf der Suche nach ihm. Auf offiziellem Weg werden wir keine Sondergenehmigung bekommen. Wenn es euch so wichtig ist, Kortara zu überqueren, versucht es einfach. Versuche es einfach. Aber passt auf euch auf. Ich würde ihm nicht trauen. Okay. Gut. Note. Achso. Gut. Moment, wo wollten wir jetzt auch noch hin? Hier waren wir jetzt, ne? Genau. Achso, wir könnten jetzt natürlich nochmal schauen, ob wir hier nochmal was aufwerten können. Ja, Bams geht. Geht auch zweimal. Sehr schön. Na gut, dann mal her hier. Kommen wir hier außen rum? Halt. Ach verdammt, das ist zu eng. Tut mir leid. Meine Verlobte wird jeden Moment zurückkehren. Spute dich. Sehr. Ja, ich wollte jetzt gar nicht in das Haus rein, weil das mal aus. Verzeihung. Es kostet 200 Alk pro Genehmigung. Ich habe noch 4 übrig für insgesamt 800. Was? Ihr seid wegen der Pässe hier, richtig? Ihr seid heute nicht die Ersten. Da die Grenze geschlossen wurde, könnt ihr sie nur mit einer Sondergenehmigung überqueren. Und ich bin der Einzige, der sie ausstellt. Zumindest der Einzige, der keine unangenehmen Fragen stellt. Und damit kommen wir problemlos über die Grenze? Was glaubst du, wer ich bin? Ich betreibe hier keine illegalen Geschäfte. Das sind amtlich ausgestellte Genehmigungen. Jeder Beamte hat das Recht, sie nach eigenen Ermessen zu erteilen. Becker, wo zur Hölle bist du? Ich warte. Ich bin gleich da, meine süße Honigbiene. Wie lange braucht ihr noch? Du versuchst schon seit Stunden die Hose zu flicken. Tut mir leid, bin fast fertig. Ihr seid noch da. Tut mir leid, heute proben wir unsere Hochzeit. Schlechter Zeitpunkt. Die Genehmigungen liegen auf dem Tisch. Legt das Geld dorthin und nehmt sie euch. 4 Pässe reichen nicht aus. Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Wir nehmen sie vorerst. Im schlimmsten Fall werden wir nur zu viert die Grenze überqueren. Lasst mich diesmal die Kosten übernehmen. Ich habe noch etwas Reisegeld übrig. Nehmt die Karte auf den Tisch dort als kleines Dankeschön. Ich habe darauf einen sicheren Weg über die Berge markiert. Becker, wo bist du? Bitte geht jetzt. Okay. Machen wir von den Genehmigungen Gebrauch und brechen wir über zur Grenze auf. Ist das nicht seltsam? Was meinst du? Soweit ich weiß, verkauft ihr seit geraumer Zeit regelmäßig Pässe. Da die Grenze geschlossen ist und eine Sonderregelung benötigt wird, kann er zusätzlich Gebühren erheben. Trotzdem verkauft er sie für nur 200 Aik. Warum würde er das tun? Das habe ich mich auch gefragt.
Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn wir damit über die Grenze kommen, ist doch alles in bester Ordnung, oder? Na dann los. So. Genau, unsere eigentliche Geschichte war natürlich, dass wir hierhin wollten. Ich hasse diesen Beruf. Nicht wegen der Aufgaben, aber wegen diesen Typen. Bäcker Erstein. Ah, habt ihr gelauscht? Ich sage, ich liebe diesen Beruf, besonders Herr Bäcker. Also hier geht's eh geradeaus durch, ne? Na gut. Wir haben jetzt 4, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie sie das jetzt hier aufteilen. Können wir uns da dann wirklich irgendwie einen Teil der Truppe aussuchen oder sowas? Goblin Dilemma. Weiß nicht, wo wir das herbekommen. Gewinnen einen Kampf gegen die Krabben, das können wir natürlich machen. Oh, eine Schatztruhe fehlt uns noch. Malstrom. Voll gut fahren Sport. Das ist dann vielleicht was für später, so eine Quest dort. Ja, also das könnte man natürlich auf jeden Fall noch machen. Ich weiß nicht, wo man das hier herbekommt. Wir haben hier ja von der einen Frau das mit diesen Goblins gehört. Aber ich weiß nicht, ob wir das sofort als Quest bekommen. Und eine einzige Truhe fehlt uns noch, natürlich auch. Können wir nochmal schauen in dem Gebiet hier östlich von uns. Ich meine, wir können noch mal das andere fragen. Kann Sebastian? Das hatten wir aber halt schon, ne? Hätte ja süß sein können, weil wir beim letzten Mal hier diese Quest hier mit diesem Pass gefunden haben. Das ist jetzt vielleicht diese Goblin-Geschichte was Eigenes ist, aber gut. So, also hier nochmal saven. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir irgendwie noch hier auf diese Wasserfläche kommen könnten. Weil dort könnte es ja durchaus irgendwie dort hingehen. Zu diesem Höhleneingang dort oben. Und vielleicht finden wir da irgendwie doch noch die eine Truhe, die uns fehlt. Ich meine, es war, dass wir ganz grundlegend schon mal so ein bisschen geschaut hatten. Aber vielleicht haben wir ja einfach irgendwas übersehen. Geheimgang. Dass man hier mal irgendwo drüber hüpfen kann oder so. Hm.
war, denke ich, auch schon ausgegraben, ne? Das war eigentlich hier oder so. Ich weiß nicht, ob das Truhe geht an der einen. So, kurz nochmal weg gewesen hier. Gut, schauen wir mal weiter. Einfacher Stein, hä? Achso, das lag jetzt aber hier. Ich meine, wir waren doch irgendwo in diesem nördlicheren Teil. Kann das sein, dass wir da nochmal so ein vergrabenes Ding nicht gefunden hatten? Ich auch nochmal so eine Möglichkeit. Ja, einfach so ins Wasser kann man ja leider nicht reinspringen. Wenn hier nicht irgendwie so ein spezieller Absatz oder so ist, kann man halt auch nicht springen, ne? Muss man ja mit, also, na klar, so, also mit dem würden jetzt nochmal eine Information zu bekommen, aber vielleicht gibt einem das ja auch noch eine andere Möglichkeit, wenn er diesem Mitglied da ist. Diese eine Höhle, ach, in diesen komischen Tempel, genau, da kam er ja auch nicht rein. Bei den Termino-Höhlen da unten haben wir ja auf jeden Fall eine Sache auf jeden Fall schon gefunden gehabt. Ich meine, hier unten. Und hier wird es nicht, denke ich, so extrem versteckt sein, dass man die Truhe nicht sieht, ne? Ich denke, es ist jetzt von der. Ach nein, das ist natürlich automatisch, ne? Hey, ihr! Seid gegrüßt, wollt ihr die Grenze überqueren? Noch ein Typ, der uns Pässe verkaufen will? Noch ein Typ? Oh, richtig, lasst mich raten, ihr habt Sondergenehmigung vom Bäcker in Basil, stimmt's? Wer jemand, der das Gesetz beugt, ist da ziemlich bekannt. Ich heiße Jan, also darf ich einen Blick auf eure Genehmigung werfen? Warum? Bäcker ist ein Gauner, ich würde ihm nicht für 5 Pfennige trauen. Soweit wir wissen, ist er berechtigt, behördliche Genehmigung zu erteilen. Lasst mich einfach einen Blick drauf werfen. Ich hatte recht, sie sind gefälscht. Damit kommt ihr nicht weit. Das ist Unsinn, wer bist du überhaupt? Sagen wir einfach, ich bin in der gleichen Branche tätig, du bist auch Fälscher. Ich schätze, du willst uns ein paar echte Pässe verkaufen, oder? Nein, ich wollte nur nett sein und euch warnen. Die Warnung ist angekommen, vielen Dank für eure kostbare Zeit, Sir. Die heutige Jugend, versucht es einfach mit diesen Genehmigungen und ihr werdet sehen. Ja. Da war ja gerade nicht ganz so simpel dann hier funktioniert. Das heißt aber, dass er auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeitet, ne? Na gut, das war jetzt eh noch nicht unsere Aufgabe. Wir wollten erstmal noch nach dieser Truhe hier schauen. Daneben? Oh. Das ist bei 90%. Na gut. Ich wollte nicht nochmal schauen, war nicht irgendwo auch. Genau hier. Das haben. Ach nee, wir sind einfach hier rüber, ne? Das war hier. Ja, genau, das hatten wir schon. Wo hat man das denn jetzt noch gesehen? Ja, das war dann also hier unten. Haben wir das dann hier unten schon bekommen? Aber es ist natürlich die Frage, wenn das irgendwie nach oben gezeigt hat und wir an der anderen Stelle noch nicht hinkommen.
Dann wird das natürlich auch nicht gegangen sein. Ja, ich wünschte, ich wüsste, wie man da wirklich dort unten rankommt. Oder ob das etwas ist, was man jetzt überhaupt sofort machen soll oder dann später finden kann erst. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das könnten wir ja sogar gleich mal probieren hier. Das sind ja Krabben. Dann gib ihm auch mal das hier. Na, gerade das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ah, dann Rüstungsbrechen wir dich doch mal. Ja, mit denen. Sollte das so aber mal klappen. Ich denke, war es so rum. So. Gibt das mal wieder. Okay, 24 brauchen wir da. Also diese Truhe noch, dieses einige riesige Vieh noch und eben diese Quest, von der ich nicht weiß, ob wir sie jetzt schon bekommen könnten, ne? Da oben ist, na gut, da kann ich nicht so wirklich lang laufen, ne? Ich glaube mal nicht, dass direkt hier nochmal irgendwie was ist. Also dort waren wir jetzt ja nun schon gewesen. Mal irgendwo hier runter hüpfen könnte. Und hier unten ist dieser Eingang, aber ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt. Außer über das Wasser. Ist das so aus, als ob man da hinschwimmen kann? Ich kann es ja von hier aus nicht sehen, ob da von unten eine Möglichkeit wäre, dort ran zu landen, ne? Und hier von oben aus, ich meine, wenn man dort ins Wasser käme, könnte man, naja, weiß nicht, über den kompletten Wasserfall darunter gleiten, aber ja. Klingt halt auch nur begrenzt logisch, ne? Ich weiß ja nicht, wie man dort ins Wasser kommt. Es gibt ja auch hier in der Mitte noch diese komische, könnte sein, dass noch ein weiterer Ausgang von diesen Höhlen da ist, ne? Aber, Und eine wirklich andere Möglichkeit, da jetzt hinzukommen, sehe ich von hier aus nicht. Ja, ich weiß ja wirklich nicht, ob es jetzt so gedacht ist, dass das jetzt sofort möglich sein sollte. Oder
Ansonsten könnte diese letzte Truhe natürlich überall sein, ne? Von da aus nochmal nach Norden zu gehen, bringt das was? Haben wir da hier unten was übersehen? Ein Junge, der nochmal über diese Höhle dort gesprochen hat, aber da, durch das Wasser, da sind wir ganz am Anfang ja schon gegangen, ne? Können wir noch mal hier hingehen? Ich habe hier irgendwas übersehen. Aber dieses Wappen. Hier geht es nämlich ganz runter. Kommen aber auf jeden Fall einiges an FP hier auch dazu. Und du hast noch gerade nichts erhöht, ja. Naja, auch wahrscheinlich, weil damals das, was ich wollte, noch nicht ging, oder ich war mir noch nicht ganz sicher war. Bonusaufrüstung, naja. Ich meine, das benutzen. Halt, wie war das hier? Ja. Das benutzt man schon recht viel, ne? Ja, 40, das kriegst du eigentlich so noch hin. Langfinger, das auf 100% zu kriegen, das ist, denke ich, schon was wert. Ansonsten hier wäre hier läutern bei ihr zum Beispiel ganz gut. Na gut, so. Mal irgendwo so ganz knapp so eine Kiste her. Ja, auch schon gewesen sein, ne? Oder haben wir das auf so. Oder können wir hier reinspringen? Okay, muss nicht alles einen Grund haben, ne? Und der ist ja. Hey, der war doch letztens nicht da. Hier hast du ihn angesehen. Ja, wir haben ihn gesehen.
Daher kam mir auch dieser Name bekannt vor. Okay, das war also hier unten gewesen. War ja irgendwas von wegen Geist im Leuchtturm oder sowas, ne? Aber da. Weiß nicht, ob er von Hand irgendwie diesen Tag-Nacht-Zyklus. Weiß nicht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wird sie überhaupt Nacht? Okay, also jetzt haben wir diesen Jan mittlerweile ja getroffen. Komm, weil mittlerweile hat also die Truhe dort hat man ja schon. Okay, der Eingang ist ja einfach leicht seitlich davon. Gut, vielleicht ist es einfach bloß ein kleiner grafischer. Ah, Fehler. Tja. Das war ja wirklich zu schön, ne? Wenn man noch diese letzte hier finden können. Also 27 von 28 ist natürlich schon eckig. Das ist ja jetzt ja Fahnensport, also Abenteurer gilt. Das werden wir dann bekommen. Wahlstrom, keine Ahnung. Der passt nach Cortana, das kommt, denke ich, automatisch. Und das sind wir schon in den Grotten hier drin. Finde vergrabene okay. Dann hatte ich wohl doch recht mit dem vergrabenen okay, und das wird die letzte Truhe sein, ne? Und diesen super Gegner, den können wir uns natürlich sicherlich nochmal anschauen, nachdem wir dann hier alles so ein bisschen. Einiges an Aufwertungen haben wir ja nur doch seit seit Beginn des heutigen Streams hier bekommen. Durch eine Ausrüstung und ähnliches. Das könnte man natürlich dann nochmal probieren. Okay, nochmal saven. Aber wo wäre das denn jetzt? Dann können wir von hier aus nochmal nach Osten gehen. Oder war das dann... Ich weiß es eben einfach nicht mehr. Irgendwas da im Norden muss es sein. Ne? Und genau, da kommen wir aber nicht hin. Also mindestens weiß ich jetzt nicht, wie. Und theoretisch müssen wir dann irgendwann auch nochmal so ein zweites Ding da finden. Und vielleicht braucht man erst diesen Abenteuer-Gildenmann, um von dort aus dorthin zu kommen, oder? Das weiß ich natürlich nicht. Und hier waren wir jetzt ja schon relativ viel. Ich meine, wir können hier ein bisschen rumdrücken, ob es zufällig dann hier wäre. Aber dann müsste dieser andere Zeiger ja nördlich von uns sein. Und da ist hier eigentlich die Map zu Ende. Ich denke mal, der wird eher irgendwo ein bisschen weiter westlich und südlich von uns sein. Und vielleicht braucht man da hier den Abenteuer-Gilden-Mann. Das war jetzt natürlich nicht. Aber das wird auf jeden Fall die Truhe dann sein, die uns da fehlt. Von daher ich halt einfach nicht weiß, ob wir die jetzt schon finden können oder eben noch nicht. Das ist halt einfach die Geschichte. Und hier drüben, die Pfeile haben wir gesehen, die zeigen alle in nördliche Richtungen hier. Also im Maximalsfall, ne, der hier so rüber geht,
höchstens wir hätten dieses hier schon irgendwie gefunden. Da bin ich mir halt jetzt wirklich nicht mehr sicher. Wenn ich das nur wüsste. 10 Quadranten östlich von uns haben wir auf jeden Fall. Das hätte Opa bestimmt auch. Ich meine, wir könnten höchstens das Ganze im Nordwesten nochmal schauen. Also gehen wir mal von aus, das wäre der Pfeil, der nach rechts zeigt. Na, und dann könnte das zum Beispiel hier oben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es könnte nicht sein, dass wir wirklich hier waren und das hier irgendwie gefunden hatten. Dann wäre die Frage, wo der andere Pfeil ist, der dahin zeigt. Ah, der könnte theoretisch noch weiter im Westen liegen. Zumindest theoretisch wäre das mal möglich, ja. Okay, akzeptieren wir das. Und gehen dann von hier aus nochmal Richtung Norden. Das wäre halt echt schön, wenn wir das noch herausfinden könnten. So, wenn wir hier einmal hier sind, können wir noch... Das ist kein Geld mehr hier. Nee, ist ja auch egal. Nein, man müsste ja theoretisch nur herumlaufen und mehr Gegenstände einsammeln, wenn man will. Also das soll, denke ich mal, nicht unser Problem sein. So, jetzt mal schauen, ob es in diesem Gebiet hier jetzt irgendwo nochmal diese Pfeilchen da gibt. Die erstmal nicht. Ah ja. Rechts zum Beispiel. Ich denke mal, also in die Richtung wahrscheinlich nicht. Oh, von hier aus geht's eigentlich nur geradeaus nach rechts. Und dann würde sich das hier irgendwo treffen. Also sonst müsste das ja hier drüben. Oder gibt es mehr als zwei? Ah! Also ich hoffe mal, dass es jetzt... Okay, du giltst nicht als Kram. Okay, dann haben wir das schon mal gelernt. Schade. Okay, die vergrabenen Schätze sind also eigene Truhen. Na gut. Aber trotzdem den schon mal mitgefunden, das ist schon mal was wert. Wird nicht direkt eine zweite Truhe daneben stehen. Ne? Das wird schon irgendwie so sein, dass es dann... Da kommen wir nicht rein. Und hier geht es einfach noch nicht rein.
Ja, das mit den Goblins weiß ich nicht ganz genau, wo man das Quest herbekommt. Vielleicht dann doch noch von diesen Jan, wenn der jetzt einen irgendwie dort hilft mit diesen Geschichten, dass wir da durchkommen, mit diesen Pässen. Durchgang. Ja. Na, mal schauen. Die Grenze über, der Grenzübergang ist nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Was ist das? Eine Sondergenehmigung? Ihr seid nicht die Ersten, die es heute mit diesen versuchen. Woher habt ihr sie? Sie wurden von der Stadt Farnsport ausgestellt. Vielleicht von einem namens Bäcker? Sie sind gefälscht. Gefälscht? Ich dachte, Bäcker wäre zur Ausstellung amtlicher Dokumente berechtigt? Nun, das ist er auch, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, warum er euch diese Fälschung hingegeben hat. Normalerweise müsste ich euch jetzt in Gewahrsam nehmen. Da ihr aber heute nicht die Ersten seid, gebe ich Bäcker die Schuld. Ihr wurdet betrogen. Geht jetzt. Na gut. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Ja, das stimmt. Das geht mir auf die Nerven. Was für eine Zeitverschwendung. Aber warum sollte er Fälschungen ausstellen? Das macht keinen Sinn. Na, vielleicht ist er ja doch ein Gauner. Wer weiß schon, ob dieser Typ ein legitimer Beamter ist. Wenn es jemanden gibt, der ein oder zwei Dinge über den Gauner weiß, dann ist es Diana. Ich fasse das als Kompliment auf. Wenigstens hast du mich einmal mit meinem Namen genannt. Nun, dank dieser Fälschungen hat ihn die Armee jetzt auf dem Schirm. Aber würde der Mann kurz vor seiner Hochzeit wirklich ein solches Risiko eingehen? Hier stimmt etwas nicht. So viel steht fest. Kehren wir zu Bäcker zurück. Na gut. So, kann man nochmal hier irgendwas machen? Ja. Ihr seid alle durch, ne? Ah. Nun gut, nun gut, nun gut. Also doch erstmal alles soweit passend hier. Moment mal, hier waren wir doch gar nicht drin, oder? Ich dachte diesmal, dass wir irgendwo was übersehen haben, ne? Da der Pass gesperrt ist, können viele unserer Händler Kortara nicht erreichen, nicht überqueren. Auch auswärtige Händler sind hier gestrandet und können nicht zurückkehren. Ich frage mich, ob sie am Horizont ein neuer Krieg anbahnt. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren, wenn die Grenze geschlossen ist. Wenn ein neuer Krieg ausbricht, möchte ich bei meiner Familie in Ideen sein. Okay. Ah, genau, den hat man doch gesehen hier. Manche Bestien greifen Basil bei Nacht an. Letzte Nacht zerstörten sie einen Zaun und Dutzende Wollschildkröten flohen in die Prärie. Niemand hat diese Monster bisher gesehen. Ziemlich mysteriös, wenn du mich fragst. Aber wir haben einige davon schon mal gesehen, ne? Aber ja, und wir haben es hier einfach übersehen. Ist ja aber nicht so schlimm, wir haben es auch noch hinbekommen. 1000, okay. Ja. Nochmal eine Katze. Nee, Katzen sind immer noch blöd. Na gut. Hier raus, ne? Na gut, na gut, na gut. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön.
Genau, hier waren die Gegenständchen. Vielleicht ist ja dieser Jan jetzt mit zu diesem Bäcker gegangen. Jetzt gab es diesen Hintereingang. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, gleich da reinzugehen. Achso, und hier soll diese Hochzeit wohl sein, ne? Dann gehe ich wieder hinten rein. Ah ja, er ist mitgekommen. Das kannst du uns nicht antun. Wir haben dir unser Geld gegeben. Und ich habe euch echte Genehmigungen gegeben. Oh, ihr seid auch zurückgekehrt. Lasst mich raten, sie haben euch gesagt, dass eure Genehmigungen gefälscht sind. Was hast du denn erwartet, nachdem du uns Fälschungen ausgestellt hattest? Wie ich den Jungs neben euch bereits mitgeteilt habe, sind meine Pässe absolut echt. Denkt mal nach, warum sollte ich sie fälschen? Verdammt! Jetzt wird mir die Armee einen Besuch abstatten. Verflucht nochmal, wenn Jolanda davon erfährt. Du sagst die Wahrheit? Aber natürlich, ich möchte bald heiraten und ein ruhiges Leben hier in Basil fühlen. Ich will keine Probleme mit den Behörden. Glaubt man den Kerlen an der Grenze, handelst du schon seit geraumer Zeit mit Fälschungen. Welcher Kerl? Sein Name war Jan. Das hätte sie nicht sagen müssen, entscheidend war doch der Soldat, der es abweist. Jan? Was, ihr habt ihn getroffen? Wartet. Habt ihr ihm die Pässe gegeben? Nun, er wollte einen Blick darauf werfen. Wir haben unsere Genehmigung auch abgegeben. Nein, wir haben sie nicht abgegeben. Dieser verdammte Säufer, er tauschte die Pässe gegen Fälschungen aus. Ich bezweifle es stark, das hatte ich gemerkt. Dieser Typ ist ein Dieb. Er weiß, wie man Leute austrickst. Wahrscheinlich dachte er sich gerade tot. Verdammt. Sag mal, könnt ihr mir helfen? Bestimmt wollt ihr eure Genehmigung wieder zurück. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch dafür sorgen, dass er das nicht noch einmal tut. Diese Schweinerei muss aufhören. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als nach diesen Jan zu suchen. Okay, das ist jetzt mal eine interessante Wendung. Also, wo fangen wir an? Zurück zur Grenze? Na, vielleicht zu seinem Haus? Warte, ist das nicht Jan? Hat er gelauscht? Er rennt zum Strand. Folgt ihm. Okay. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Aber umso besser. Also er ist ein... Gut, also ein bisschen sehr hinweisgebend, wenn er jetzt natürlich erstmal an seinen... mir. No. Okay. Die Rolandwälder scheinen von Tag zu Tag gefährlicher zu werden. Ihr seht verärgert aus. Sie haben euch mit Beggars gefälschten Genehmigungen nicht durchgelassen, oder? Was macht ihr? Wir wissen genau, was du hier abziehst. Du tauschst Pässe gegen Fälschungen aus. Was machst du mit den echten? Verkaufst du sie? Nein, warte, ihr habt es falsch verstanden. Willst du uns damit sagen, dass wir unseren echten Pässe nicht in deinen Taschen finden werden? Nein, eigentlich ja, doch, aber... Wie konntest du nur? Jeden Moment könnte ein Krieg ausbrechen und anstatt deine Hilfe anzubieten, stiehlst du von anderen. Ich kann das erklären. Ich habe genug gehört. Dann fertig. Macht Jan fertig, okay. Ich meine, wir können ihn natürlich schon anhören. Das schadet ja nichts. Das hält uns ja nicht davon ab, ihnen die Pässe dann trotzdem abzunehmen.
Schau, ob es irgendwas mit seiner Tochter zu tun hat oder sowas. Keine Ahnung. Len hat recht. Ich traue diesem Bäcker immer noch nicht. Was hat Jan zu seiner Verteidigung zu sagen? Na gut, du hast eine Minute. Vielen Dank, also Bäckers Pässe. Ja, sie sind echt. Er handelt zwar nicht mit Fälschungen, aber er fertigt diese Pässe auch nicht selbst an. Bäcker hat sie anderen Leuten geklaut. Er ist kein Beamter, sondern ein Räuber. Die Pässe sind gestohlen? Hat er euch eine Karte mit einem vermeintlich sicheren Route über die Berge angeboten? Wisst ihr, was euch auf diesem Weg erwartet? Seine eigene Räuberbande. Sie klauen euer Gold, eure Ausrüstung, eure Pässe und bringen alles zu Bäcker. Damit verdient er also seinen Lebensunterhalt. In Cortara werden häufig Leute vermisst, also würde niemand etwas vermuten. Die Pässe, die zurückgebracht werden, verwendet er für seine nächsten Opfer. Das kann nicht dein Ernst sein. Rate mal, warum er euch nur 4 Pässe gegeben hat. Nicht, weil er keine mehr hatte. Er wollte nur sicher gehen, dass seine Bande euch auf dem Bergpass ausrauben kann. 6 bewaffnete Kämpfer waren ihm zu riskant. Ich denke, ich glaube diesen Kerl hier. Solch eine ausgeklügelte Idee schüttelt man sich nicht einfach so aus den Ärmel. Eigentlich ist es egal. Schnappen wir uns die Pässe und gehen weiter. Wir nehmen einfach eine andere Route über die Berge. Leider nützen euch die Pässe nicht viel. Bäcker muss übersehen haben, dass auf einigen Pässen Blut ist. Na und? Laut Gesetz sind Pässe mit Blutflecken ungültig. Das soll Raubüberfälle verhindern. Okay, ja. Bäckers Männer müssen beim letzten Überfall schlampig gearbeitet haben. Bedeutet das, wir müssen nochmal zurück zu Bäcker? Ja, aber diesmal gibt es keine Ausreden mehr. Wenn sie keine Kehle eurem Schwert ausgeliefert wäre, könntet ihr ihn Informationen über seine Genehmigung entlocken. Seine Räuberbande benutzt einen Weg, um die gestohlenen Gegenstände aus den Bergen zu ihm zu bringen. Warum tust du das alles? Was hast du mit diesen gestohlenen Pässen vor? Mit den Blutflecken sind sie sowieso nicht. Ich habe meine Gründe. Warte kurz, bis der Typ, dem das Haus am Strand gehört. Bist du der Typ, ja? Ich habe ein kleines Haus am Strand, ja, warum fragst du? Was ist dort passiert? Was meinst du? Es wurde von einem Monster komplett zerstört. Was? Nein, das kann nicht sein. Was ist mit ihm los? Wollen wir es herausfinden? Okay, na, folgen wir ihn erstmal. Wenn so ein Bäcker gehen wir dann eh noch, der wird ja wohl seine riesige Villa nicht verlassen. Ja, gleich hier lang. Was ist dir passiert? Marisa, wo bist du? Oh nein! Ihr seid es. Welch ein Chaos. Überall ist Blut. Da drüben. Hinter den Kisten. Ein Körper, ganz zerstückelt ist das. Das ist ein Soldat aus Tarün. Marisa. Papa. Marisa. Ja, ich hatte solche Angst. Dem Schicksal sei Dank, es geht dir gut. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich habe geschlafen und wurde von lauten Geräuschen geweckt. Alles wurde zerstört und die bösen Männer waren weg. Ich glaube, das war ein Monster. Ich hatte Angst und habe mich versteckt. Gut gemacht, Hauptsache dir ist nichts passiert. Was hat das alles zu bedeuten? Was für ein rührendes Wiedersehen, aber lass uns eins klarstellen. Du stiehlst Pässe und wir finden Leichen bei dir zu Hause. Was hat das alles zu bedeuten? Sieht so aus, als wäre die Bestie, vor der alle reden, hier Amok gelaufen. Zum Glück hat sie meine Tochter nicht entdeckt. Was hat ein Soldat aus Tarin hier zu suchen? Sprich. Sie kamen heute Morgen. 8 Soldaten aus Richtung Farnsport. Sie behaupteten, bei einem Bankett wäre etwas Schreckliches passiert und jetzt würde man sie suchen. Sie waren wahrscheinlich die Wachen des Botschafters. Kanzler Sigurd suchte nach ihnen. Diese Schweine nahmen meine Tochter als Geisel und zwangen mich, ihnen Pässe zu besorgen.
Ich wollte ihnen Fälschungen verkaufen, doch sie durchschaut meinen Plan. Und dann hast du diese Fälschungen an der Grenze gegen unsere, die wir von Becker bekommen haben, ausgetauscht. Ja, aber zusammen mit euren hatte ich nur 6. Mir fehlten noch 2, also musste ich länger warten. Und das Blut auf den Pässen war dir egal? Ich hatte gehofft, sie würden das Gesetz bezüglich des Bluts nicht kennen. Solange die Soldaten die Pässe nahmen und verschwanden, war es mir egal, ob sie die Grenze durchgelassen wurden oder nicht. Wie dem auch sei, das Problem scheint sich dank dieser ominösen Beste von selbst gelöst zu haben. Glaubst du, einige Soldaten konnten dem Monster entkommen? Wenn man sich die Menge an Blut hier ansieht, ich verstehe. Mögen sie in Frieden ruhen. Wir glauben deine Geschichte. Du solltest es trotzdem dem Dorfältesten melden. Das werde ich, danke. Lasst uns weiterziehen. Ich frage mich, was für eine Bestie Männer wie sie anschlachten konnte. Okay. Also, aber so ein paar Goblins werden es ja wohl jetzt nicht gewesen sein, ne? Ja, hier ging es da raus, aber da. Achso, ja, wir hätten uns auch teleportieren können. Okay, das wollen wir uns jetzt natürlich nochmal auf jeden Fall noch anschauen. Was da nun wieder rauskommt. Nicht helfen. Achso, ja. Achso, sollten wir trotzdem das andere fragen? Ne, hatten wir ja schon, ne? So, wir hören jetzt natürlich wieder den Hintereingang. Ah, schau an. Du darfst die Braut jetzt küssen. Entschuldigt die Störung. Ja, was? Ihr schon wieder? Seht ihr nicht, dass wir gerade unsere Hochzeit proben? Das ist uns scheißegal. Du hast uns verarscht, Bäcker. Wovon reden Sie, Liebster? Offenbar unzufriedene Kunden. Warum wartest du nicht drin? Ich kümmere mich schnell darum. Sogar an unseren Hochzeitstag arbeitest du. Schrecklich. In Ordnung, zuerst beruhigen wir uns alle. Wir wissen, dass du unschuldige Reisende in den Bergen ausraubst. Du lockst sie mit Pässen und Karten in die Falle, bevor deine Räuber über sie herfallen. Ist das so? Wissen überrascht mich. Jan ist ein richtiges Plappermaul. Er arbeitete für mich bis zur Geburt seiner Tochter. Danach wollte er ein menschenwürdiges Leben führen. Ein anständiges, sagte er. Schaut ihn euch an, er lebt in Armut. Meine Jungs hingegen geht es ziemlich gut, oder? Ich kümmere mich gut um sie. Genug, zeig uns den Weg über die Berge. Warum sollte ich das tun? Du hilfst uns, wir helfen dir. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir ihnen jetzt genau helfen können, aber in der Idee... Ich habe eine bessere Idee. Ich helfe euch beim Sterben und ihr haltet die Klappe. Okay. Na gut, dann ist es ja auch in Ordnung. Einen Gegner, das bringt doch nichts. Alle hier. Okay, ey, mein Lieber, viel Schaden an uns.
So. Wie stark seid ihr? Krache ist süß, Bäcker. Mir ist egal, wie jemand seinen Lebensunterhalt verdient, aber du legst dich nicht mit uns an. Warte bitte, vergib mir, das war ein schlechter Deal. Wie wäre es mit einem anderen Angebot? Ihr könnt für mich arbeiten, ich bezahle gut, stark genug scheint ihr ja zu sein. Ich denke, dein Geschäft hat sich erledigt. Wir haben deine Jungs die Beute aus den Bergen zu dir geschmuggelt. Ach nee, wie? Nicht wir. Es gibt einen unterirdischen Gang, aber er ist ziemlich gefährlich. Ha, wenn deine Jungs das schaffen, dann können wir das auch, oder? Lass dir mich gehen. Wenn du uns versprichst, keine Menschen mehr auszurauben, werden wir darüber nachdenken. Versprochen. Der Weg führt durch den Tempel der Purpurflamme. Ah! Die Ruinen im Norden? Ich habe gehört, dass es dort von bösen Kreaturen nur so wimmelt. Ah, meine Jungs konnten den Durchgang sichern. Leider ist es vor ein paar Tagen bei einem Erdbeben eingestürzt. Wir waren gerade dabei, ihn freizuräumen. Und was bedeutet das jetzt für uns? Ihr müsst den ganzen Tempel durchqueren. Es gibt einen Ausgang in Kortara. Aber um dorthin zu gelangen, müsst ihr zuerst mit was auch immer dort lauert fertig werden. Vielleicht sind es die Goblins. Ich gebe euch den Schlüssel zu den Ruinen. Verlasst Basil nach Norden, geht über die Brücke und dann in Richtung Westen. Wo es ist, wissen wir schon, ne? Gut, ich würde lieber im Gefängnis sehen, aber wir haben weder die Mittel noch die Zeit. Wir gehen jetzt und du hörst mit deinen zwielichtigen Geschäften auf, verstanden? Verstanden. Was ist los? Bist du fertig? Viel Glück mit deiner Hochzeit. Aha. Okay. Da wäre immer noch dieses Goblin-Dilemma, ne? Okay, dann hat sich das jetzt mit dir wohl auch erledigt. Aber die werden ja, wie schon gesagt, nicht diese riesigen Kratzer dort verursacht haben. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Ja, mittlerweile haben wir schon einiges an interessanten Gegnerchen. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall hier an der Stelle schon mal so weit vorangebracht und wissen jetzt, dass wir jetzt natürlich da oben rein sollen. Ja, mal schauen, wann wir irgendwann da nochmal ins Wasser da reinkommen, um nochmal diese kleine Höhle oder so uns anzusehen. Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Aber ansonsten sollen wir das dann nochmal speichern. Für heute an der Stelle aber erstmal reichen. Und ja, wie schon gesagt, am Wochenende habe ich auf jeden Fall dann auch nochmal Zeit. Ich kann jetzt noch nicht ganz genau sagen, wann wir dann nochmal streamen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da auch nochmal eine Runde Chained Echoes reinhauen. Vielleicht auch noch was anderes. Mal sehen. Und ja, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.